Der Gedanke, dass die Völker ungleich und die nordische Rasse eine höhere Form des Menschen sei, wurde um die 20. Jahrhundertwende zum Mittelpunkt der Lehre des Österreichers Lanz von Liebenfels. Der philosophierte in seiner Zeitschrift Ostara ungehindert über die Gründung von arischen Reinzuchtkolonien und hatte mit solchen Parolen einen entscheidenden Einfluss auf Hitler. Bei diesem Umzug zur Eröffnung der großen deutschen Kunstausstellung in München im Jahre 1938 zeigt sich dies nur zu offensichtlich. Die mit pseudogermanischen Symbolen überfrachtete Staffage ist ein eindrucksvoller Beweis jener deformierten narzisstischen Rassenideologie. Kaum zu überschätzende Folgen sollte auch die 1922 erschienene Rassenkunde des deutschen Volkes von Hans Günther bringen. Thule-Gesellschaften und norddeutsche Germanenorden propagierten eine entschlossene Hinwendung zur nordischen Rasse. Aus vielen Quellen speiste sich also, was zum regelrechten Rassenwahn unter Hitler werden sollte. Als dann die Ungeheuerlichkeit dieser Entwicklung den Menschen zu Bewusstsein kam, war es zu spät. Ein ungezwungenes Verhältnis zur germanischen Geschichte ist vor einem solchen Hintergrund kaum denkbar. Doch wie sieht das realistische und ideologiefreie Bild der Germanen aus? Zunächst einmal, germanisch kann zweierlei bedeuten. Es ist sowohl ein sprachlicher als auch ein ethnisch-politischer Begriff. Julius Caesar spricht als einer der ersten von den Germanen, aus taktischen Gründen. Caesar nannte alle Feinde östlich des Rheins Germanen und suggerierte eine Einheit, die de facto gar nicht existierte. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus in seiner Germania. Die zuerst den Rhein überschritten und die Gallier vertrieben, die jetzigen Tungerer, wurden damals Germanen genannt. So ist der Name eines einzelnen Stammes, nicht des ganzen Volkes, allmählich zur Geltung gekommen. Obwohl Tacitus nie die Heimat der Germanen besuchte und seine Informationen hauptsächlich von Offizieren erhielt, gehören seine Bücher zu den bedeutenden.